Herzliche Grüße aus Uganda. Ja, wir sind wirklich in Zeiten, die man schwer verstehen kann. Aber eines dürfen wir wissen, Gott hat die Kontrolle nicht verloren. Und Gott hat das letzte Wort. Und dessen vertraue ich. Ich habe heute wieder eine Schriftstelle bekommen, die mich sehr ermutigt, in Jakobus 4,7. Unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel und er wird von euch fliehen. Also in erster Linie müssen wir uns Gott unterwerfen. Und da haben wir einiges zu tun in den verschiedenen Nationen der Welt, wo wir wieder die Gesetze und die Ordnungen Gottes gehandelt haben. Das muss man widerrufen. Ja, aber dann widersteht aber dem Teufel und er wird von euch fliehen. Und das ist so eine Zusage, auf der stehe ich jeden Tag. Heute hat mir der Herr ins Herz gelegt, über die Königin Esther zu sprechen. Wisst ihr, in unseren Tagen sucht Gott Menschen, die hervorragend sind. Wir haben schon über den Daniel gesprochen, über die drei Jünglinge im Feuerofen. Und das waren hervorragende Menschen. Die haben sich nicht dem Weltsystem gebeugt, sondern die haben sich Gott unterworfen. Und er hat sie errettet und erlöst und durchgezogen durch die tiefsten Krisen ihres Lebens. Und da möchte ich jetzt heute von der Königin Esther sprechen. Ihr wisst, dass der König Ahasverus, das ist ein eigenes Buch im Alten Testament, noch Nehemia, der hatte eine wunderschöne Frau, die hieß Vashti. Und eines Tages hat er ein großes Gelage gegeben. Es war ein riesiges Reich mit 127 Provinzen, von Indien bis nach Kusch. Und da wurde noch gefeiert, ja, gefeiert noch in großzügiger Weise. Und am siebten Tag, also sieben Tage, ja, haben sie gefeiert, als das Herz des Königs vom Wein fröhlich war, befahl er Mehuman, Biseta, Harbona, Bigda und Abagda, Seta und Karkas, den sieben Eunuchen, die den König Ahasverus persönlich bedienten, die Königin Vashti mit dem königlichen Diadem vor den König kommen zu lassen, um den Völkern und Fürsten ihre Schönheit zu zeigen, denn sie war von schönem Ansehen. Aber die Königin Vashti weigerte sich, auf das Wort des Königs hinzukommen, das ihr durch die Eunuchen überbracht worden war. Da wurde der König sehr zornig und sein Zorn entbrannte ihm. Und wir wissen, er hat sie dann wirklich als seine Frau entlassen. Und dann steht im zweiten Kapitel in Esther, nach diesen Begebenheiten, als der Zorn des Königs Ahasverus sich gelegt hatte, dachte er zurück an Vashti und an das, was er getan hatte und was über sie beschlossen worden war. Da sagten die Pagen des Königs, die ihn bedienten, man suche dem König unberührte Mädchen von schönem Aussehen. Und der König bestimmte Beamte in allen Provinzen seines Königreichs, dass sie alle unberührten Mädchen von schönem Aussehen in die Burg Susa ins Frauenhaus bringen sollten. Unter die Obhut des königlichen Eunuchen Hegai, des Hüters der Frauen. Und man lasse ihnen dort die nötigen Schönheitsmittel zuteil werden. Und die Mädchen, und das Mädchen, das dem König gefällt, mag an Vashtis Stelle Königin werden. Und das Wort war recht in den Augen des Königs und er machte so. Und dann lesen wir von dem jüdischen Mann Mordechai. Nun war da ein jüdischer Mann an der Burg Susa. Sein Name war Mordechai, der Sohn Jairs, des Sohnes Shimis, des Sohnes des Kisch, ein Benjaminiter, der aus Jerusalem gefangen weggeführt worden war, zusammen mit den Weggeführten, die mit und so weiter. Also er war der Vormund von Hadassah und das heißt Esther, der Tochter seines Onkels, denn sie hatte weder Vater noch Mutter. Und das Mädchen war von schöner Gestalt und von schönem Aussehen. Und als ihr Vater und ihre Mutter gestorben waren, hatte Mordechai sie als seine Tochter angenommen. Und wie dann der Mordechai gehört hat, dass der König jemanden Schönen sucht, hat er auch seine Nichte dem König gebracht. Und dann heißt es im Vers 16,
vom Kapitel 2. Und Esther erlangte Gunst in den Augen aller, die sie sahen. So wurde Esther zum König Ahasverus in sein königliches Haus geholt, und zwar im 10. Monat. Das ist der Monat Tebet, im 7. Jahr seiner Regierung. Und der König gewann Esther lieb, mehr als alle Frauen, und sie erlangte Gunst und Gnade vor ihm, mehr als all die anderen Jungfrauen. Und er setzte das königliche Diadem auf ihr Haupt und machte sie an Vastis Stelle zur Königin. Ja, also eine ganz große Ehre. Wisst ihr, Gott ist so unwahrscheinlich. Er hat ganz andere Augen wie die Welt. Wenn ihr mal denkt, ein David, der wurde nicht einmal nach Hause geholt, als der Prophet kam, um den neuen König zu sein. Das war ein Hirte. Und genau den hat Gott erwählt, den die Familie gar nicht als so großartig gesehen hat, gar nicht der Mühe wert, ihn zu holen. Die Königin Esther war ein Waisenkind. Und Waisenkinder haben normalerweise nicht die gleichen Chancen wie Kinder, die noch ihre Eltern haben. Okay, aber sie wurde Königin. Und sie war ein sehr folgsames Mädchen. Das heißt, Esther aber hatte ihre Abstammung und ihr Volk nicht angegeben. Ganz wie Mordechai ihr befohlen hatte. Keiner wusste, dass sie Jüdin ist. Und Esther befolgte Mordechais Befehl wie früher, als sie bei ihm unter seiner Vormundschaft lebte. Okay. Und in diesen Tagen, ihr Lieben, da war ein Anschlag, den Haman gegen die Juden sich ausgedacht hat. Denn Mordechai hat seine Knie nicht gebeugt und warf sich nicht nieder vor, das war eine Figur, glaube ich, vor der sich nicht niederkriegt. Also er hat sich einfach nicht gebeugt, etwas, was gegen seine Überzeugung als gottesfürchtiger Mann war. Und es geschah, als sie es Tag für Tag zu ihm sagten und er nicht auf sie hörte, da berichteten sie es Haman, um zu sehen, ob Mordechais Begründung anerkannt werden würde. Denn er hatte ihnen mitgeteilt, dass er Jude ist. Und als Haman sah, dass Mordechai vor ihm weder seine Knie beugte noch sich niederwarf, also es war vor dem Haman, da wurde Haman mit Zorn erfüllt und es war in seinen Augen zu gering, die Hand an Mordechai allein zu legen, da man ihm die Volkszugehörigkeit Mordechais mitgeteilt hatte. So suchte Haman alle Juden, die im ganzen Königreich des Ahasverus waren, das Volk Mordechais zu vernichten. Ihr Lieben, dem Feind sind wir ein Dorn im Auge und er möchte uns vernichten. Aber Gott hat sein Auge auf uns. Okay, im ersten Monat, das ist der Monat Nisan, im 12. Jahr des Königs Ahasverus warf man das Pur, das ist das Los, vor Haman von Tag zu Tag und von Monat zu Monat. Und das Los fiel auf den 13. Tag des 12. Monats, das ist der Monat Adar. Da sagte Haman zum König Ahasverus, da gibt es ein Volk, verstreut und abgesondert unter den Völkern, in allen Provinzen deines Königreichs. Und ihre Gesetze sind von denen jedes anderen Volkes verschieden. Und die Gesetze des Königs befolgen sie nicht. Und es ist dem König nicht angemessen, sie gewähren zu lassen. Wenn es dem König gefällt, werde eine Anordnung geschrieben, dass man sie ausrotte. Ich will dann 10.000 Talente Silber in die Hände der Beamten darlegen, damit sie es in die Schatzkammer des Königs bringen. Da zog der König seinen Siegelring von seiner Hand und gab ihn Haman, dem Sohn Hammedatas, dem Agagiter, dem Bedränger der Juden. Und der König sagte zu Haman, das Silber sei dir gegeben und auch das Volk, dass du mit ihm wegfährst, wie es gut ist in deinen Augen. So ihr Lieben, dann wurden Briefe geschrieben, und da heißt es dann, und die Briefe wurden durch die Eilboten in alle Provinzen des Königs gesandt, um alle Juden zu vernichten, umzubringen und auszurotten.
dem Knaben bis zum Greis, Kinder und Frauen, an einem Tag, am 13. des 12. Monats. Das ist der Monat Adar, und um ihre Haar und um ihre Beute zu erbeuten. Die Abschrift des Schreibens sollte in jeder einzelnen Provinz als Gesetz erlassen werden, wozu man sie von allen Völkern bekannt machte, damit sie für diesen Tag bereit wären. Die Eilboten zogen auf das Wort des Königs eilig aus, und das Gesetz wurde in der Burg Susa erlassen. Und der König und Haman setzten sich, um zu trinken. Die Stadt Susa aber war in Aufregung. Und dann sehen wir, wie Gott dann dieses ganze Volk der Juden gerettet hat, durch eine Person, die willig war, in den Riss zu treten. Und dann heißt es, und als Mordechai alles erkannte, was geschehen war, da zerriss Mordechai seine Kleider und kleidete sich in Sack und Asche. Und er ging hinaus, mitten in die Stadt, und erhob ein lautes und bitterliches Klagegeschrei. So kam er bis vor das Tor des Königs, denn in das Tor des Königs durfte man nicht im Sackgewand kommen. Und in jeder einzelnen Provinz, überall, wohin das Wort des Königs und sein Gesetz gelangte, war eine große Trauer bei den Juden und Fasten und Weinen und Wehklage. Den meisten war Sack und Asche als Lager ausgebreitet. Und Esthers Dienerinnen und ihre Eunuchen kamen und teilten ihr das mit. Da geriet die Königin sehr in Angst. Und sie hat natürlich gedacht, vielleicht findet es niemand heraus. Vielleicht geschieht es mit ihr nicht. Also die Königin, sie haben auch gefastet dann. Und dann heißt es im 4. Kapitel, da sagt dann der Mordechai Folgendes zu ihr. Und man teilte Mordechai die Worte, der Mordechai sagte, sie soll zum König gehen. Sie hat dann gesagt, der König, wenn jemand kommt, ungebeten zum König, dann muss er nur mit dem Daumen nach unten machen und der ist sofort tot. Erst wenn er das Zepter gibt, zeigt, dann darf diese Person zu ihm kommen. Und da steht dann, da sagt der Mordechai, du aber und das Haus deines Vaters, ihr werdet umkommen. Und wer erkennt, ob du nicht gerade für einen Zeitpunkt wie diesen zur Königswürde gelangt bist? Da hieß Esther dem Mordechai antworten, geh hin, versammle alle Juden, die sich in Susa befinden, und fastet um meinetwillen und esst nicht und trinkt nicht 3 Tage lang, Tag, Nacht und Tag. Und ich selbst werde mit meinen Dienerinnen ebenso fasten. Und sodann will ich zum König hineingehen, obwohl es nicht nach dem Gesetz ist. Und wenn ich umkomme, so komme ich um. Ihr Lieben, es braucht jetzt Menschen, die aufstehen, die in Liebe und Ruhe und Frieden für Gerechtigkeit stehen. Und mit der Einstellung, wenn ich umkomme, komme ich um. Wisst ihr, in der Offenbarung steht eine Schriftstelle, und sie haben ihn überwunden. Sie, die Christen, haben den Teufel überwunden. Durch ihr Zeugnis, durch das Blut Jesu und weil sie ihr Leben nicht lieb gehabt haben bis in den Tod. Ihr Lieben, da habe ich ein Erlebnis gehabt und ich habe es wahrscheinlich schon in einer anderen Predigt erwähnt, aber vor einigen Monaten habe ich mit meiner Familie, das sind hauptsächlich Kinder und auch viele Kleine, so 6, 7, 8 Jahre, habe ich ihnen das Wort gegeben und gesagt, wie können wir das verstehen? Was kann das bedeuten, dass wir unser Leben nicht lieb haben sollen bis in den Tod? Sagt ein Mädchen, ein kleines Mädchen, Mama, das kann bedeuten, dass wir als Märtyrer sterben müssen. Ich habe gesagt, ja, was kann das bedeuten? Aber weißt du was, für mich das Allerschlimmste wäre, wenn sie mich zwingen möchten, mich von Jesus loszusagen, Jesus zu verleugnen, indem sie euch vor mir quälen. Euch, meine Kinder, das wäre das Schlimmste, was ich je erleben müsste. Dann haben die Kinder gesagt zu mir, Mama, da musst du stark sein. Wir schauen auf Jesus. Und je mehr sie uns quälen, umso schneller sind wir bei Jesus. Da musst du ganz stark bleiben. Und dann weißt du was, dann kam der Knüller noch oben drauf.
Dann sagten sie fast gemeinsam: Aber Mama, wir werden auch nicht schwach, wenn sie dich vor uns quälen. Werden wir auch nicht Jesus verleugnen. Wir müssen alle auf Jesus schauen. Und wisst ihr, diese Einstellung habe ich noch selten wo erlebt, außer in Afrika. Die Menschen sind sehr leidensbereit. Auch Uganda ist auf über 40 Märtyrer aufgebaut, die nicht sich von Jesus losgesagt haben. Und, ja, und dieses Blut, glaube ich, schreit auch heute noch zum Himmel. Also diese Esther sagt, wenn ich umkomme, so komme ich um. Das ist im Esther 4,17. Da ging Mordechai weg und handelte nach allem, wie Esther ihm befohlen hatte. Ja, dann haben sie gefastet. Und dann hat die Esther den König gebeten, ob sie ihn zu einem Mahl einladen darf. Und war sehr freundlich, sie hat gesagt. Und es geschah, als der König die Königin Esther im Hof stehen sah, erlangte sie Gunst in seinen Augen und der König reichte Esther das goldene Zepter entgegen, das in seiner Hand war. Da näherte sich Esther und berührte die Spitze des Zepters und der König sagte zu ihr: Was ist dir, Königin Esther, und was ist dein Begehren? Bis zur Hälfte des Königreiches, ja, sie soll dir gegeben werden. Da sagte Esther: Wenn es dem König recht ist, so möge der König mit Haman heute zu dem Mahl kommen, das ich ihm bereitet habe. Da sagte der König: Eilt, holt Haman, damit wir tun, was Esther gesagt hat. Und der König und Haman kamen zu dem Mahl, das Esther bereitet hatte. Und der König sprach zu Esther beim Weingelage: Was ist deine Bitte? Sie soll dir gewährt werden. Und was ist dein Begehren? Bis zur Hälfte des Königreiches. Ja, es soll erfüllt werden. Da antwortete Esther und sagte: Meine Bitte und mein Begehren ist dies. Wenn ich in den Augen des Königs Gunst gefunden habe und wenn es dem König recht ist, mir meine Bitte zu gewähren und mein Begehren zu erfüllen, so möge der König mit Haman zu dem Mahl kommen, das ich ihnen bereiten will. Morgen will ich dann nach dem Wort des Königs tun. Und ihr Lieben, ich glaube, es ist sogar dreimal hat sie eingeladen und dann beim dritten Mal, nein, vor dem dritten Mal, das lesen wir in Esther 6, da heißt es dann, also der Haman war schon ganz in Euphorie, dass er geehrt wird und dass nur er mit dem König und der Esther essen darf, ja. Und dann heißt es aber, in jener Nacht floh den König der Schlaf. So befahl er, das Buch der Denkwürdigkeiten, die Chronik, zu bringen, und sie wurde vor dem König vorgelesen. Da fand sich geschrieben, was Mordechai gemeldet hatte über Bigthan und Teresch, die beiden königlichen Eunuchen, von denen, die in der Schwelle Wache hielten, dass sie nämlich danach trachteten, Hand an den König Ahasverus zu legen. Ja, und da sagte der König: Was ist denn dem Mordechai dafür an Ehre und Auszeichnung gewiesen worden? Und die Pagen des Königs, die ihn bedienten, sagten: Es ist ihm nichts erwiesen worden. Da sagte der König: Wer ist im Hof? Nun war Haman gerade in den äußeren Hof des Königshauses gekommen, um dem König zu sagen, man möchte doch Mordechai an dem Holzpfahl aufhängen, den er für ihn errichtet hat. Und die Pagen des Königs sagten zu ihm: Siehe, Haman steht im Hof. Der König sagte, er soll hereinkommen. Und Haman kam herein. Der König sagte zu ihm: Was soll man dem Mann tun, an dessen Ehrung der König gefallen hat? Da dachte Haman in seinem Herzen: Wem könnte der König mehr Ehrung erweisen wollen als mir? Ihr Lieben, Stolz macht blind. Und Haman sagte zum König: Was den Mann betrifft, an dessen Ehrung der König gefallen hat, so soll man ein königliches Gewand bringen, mit dem sich der König bereits bekleidet hat, und ein Pferd, auf dem der König schon geritten ist und auf dessen Kopf königlicher Kopfschmuck gesetzt worden ist. Und man soll das Kleid und das Pferd der Hand eines der Obersten des Königs, eines der Vornehmen, übergeben. Und man soll dem Mann, an dessen Ehrung der König gefallen hat, das Gewand anziehen und ihn auf dem Pferd über den Platz der Stadt reiten lassen. Und soll vor ihm herausrufen: So wird dem Mann getan, an dessen Ehrung der König gefallen hat.
Ihr Lieben, da gibt es im Deutschen ein Sprichwort: Wer einem anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Dieser Haman ist in die Grube gefallen, die er für Mordecai geplant hat. Dann kehrte Mordechai zum Tor des Königs zurück. Haman aber eilte in sein Haus, traurig und mit verhülltem Haupt. Also der Haman musste den Mordechai durch die Stadt führen und ihn loben und ehren. Könnt ihr euch vorstellen, was das für ein genialer Schachzug Gottes war, um diesen üblen Kerl noch eine Demütigung zu geben, bevor man ihn selbst hängte. Also er wurde auf dem Galgen dann erhängt, auf dem er eigentlich den Mordecai, den Onkel von Esther, erhängen wollte. Und ihr Lieben, das ist mein Trost, dass ich weiß, Gott hat die Kontrolle nicht verloren. Gott sieht die Herzen. Er weiß, wo die Menschen sitzen, die sich vom Teufel missbrauchen lassen. Und genau das ist es, ihr Lieben. Und ich bete sogar um Gnade für die. Weil Gott ist mit den Stolzen sehr scharf. Den Demütigen schenkt er Gnade. Und ihr Lieben, der Mordechai wurde dann erhöht. Und da heißt es dann, und Mordechai ging von seinem Platz vor dem König hinaus in königlicher Kleidung aus violettem Purpur und weißen Leinen mit einem großen goldenen Diadem und einem Mantel aus Byssus und rotem Purpur. Die Stadt Susa aber jauchzte und war fröhlich. Den Juden war Licht und Freude und Wonne und Ehre zuteil geworden. Und in jener einzelnen Provinz und in jeder einzelnen Stadt, überall, wohin das Wort des Königs und sein Gesetz gelangte, war Freude und Wonne bei den Juden. Gastmahl und Festtag. Und viele aus den Völkern des Landes wurden Juden, denn Furcht vor den Juden war auf sie gefallen. Ja. Ihr Lieben, lest das ganze Buch Esther. Es ist unwahrscheinlich, wie Gott hier Schachzüge gemacht hat, die sich keiner im Vorhinein vorstellen konnte. Es sah aus, als Tausende von Menschen müssten getötet werden. Und ihr ganzer Besitz geraubt. Und wenn man jetzt in die Welt schaut, sieht man auch eine Entwicklung, die sehr erschreckend ist. Aber ich glaube, Gott hat die Kontrolle nicht verloren. Aber wir müssen fasten und beten. Wir müssen uns Gott unterwerfen. Wir müssen dem Teufel widerstehen. Wir müssen die Pläne Satans, alle seine Strategien in Jesu Namen zerstören, annullieren, als null und nichtig erklären und die Werke des Heiligen Geistes auf diese Welt herabrufen. Denn Jesus kommt, um sein Reich zu bauen. Dessen bin ich gewiss. Und darauf freue ich mich und erwarte, dass Gott seine schützende Hand über seine echten Kinder Gottes hält und uns in die Verborgenheit nimmt. Shalom, Shalom.